Video soll es um multiples Testen gehen und welche Auswirkungen das für unsere Signifikanzen hat und welche Probleme dadurch auftreten. Und ich werde in dem Zusammenhang auch erläutern, wie man am besten Daten sich simulieren kann. Denn das passt hier ganz gut hinein und ist manchmal sehr praktisch, wenn man einen Datensatz einfach nur simulieren möchte, entweder um etwas auszuprobieren oder um zu schauen, wie sich bestimmte Prozesse verhalten. Auch dafür sind Simulationen häufig ganz praktisch. Gut, wir fangen an mit der Simulation von Würfelwürfen. Wir werden das Problem an diesem Bereich erstmal erläutern. Und ich möchte 100 Würfelwürfe letztendlich durchführen. Und meine höchste Zahl auf meinem Würfel soll 10 sein. Also wir wollen einen 10-seitigen Würfel simulieren. Was wir bereits gesehen haben, wäre die Variante mit Sample, wo ich aus einem Datensatz, nämlich von 1 bis Upper, von 1 bis 10, eine bestimmte Anzahl von Elementen herausziehe, nämlich meine 100 Würfelwürfe, und ich gebe dazu ein Replace gleich True, damit die Zahlen, die wir einmal gewürfelt haben, auch wieder in den Datensatz hineinkommen. Das wäre eine Möglichkeit, sich 100 Würfelwürfe von 1 bis 10 zu simulieren. Eine andere wäre, wenn wir auf die Zufallsfunktion in R zurückgreifen, die die Gleichverteilung darstellt. Das wäre R uniform per random, random uniform process. Und hier möchte ich im N Zahlen zurückbekommen. Die untere Grenze ist 1 und die obere Grenze wäre dann sozusagen mein oberer Wert, meine 10. Wenn ich das zurückbekomme, so sehe ich in meinen Zahlen zum einen, dass wir gebrochene Zahlen haben, die für uns jetzt nicht so sinnvoll sind, da unsere Würfelaugen immer ganze Zahlen sind. Und zum anderen taucht hier die 10 nirgendwo auf, weil, wenn ich mir die Hilfe dazu anschaue, es definiert ist als Minimum kleiner gleich x, kleiner gleich Maximum, wobei die 10 eben selbst eine sehr, sehr kleine Chance hat, hier tatsächlich hineinzukommen. Also tricksen wir hier ein bisschen. Wir wollen das Ganze runden, aber wir wollen es auf die untere Grenze runden. Wir wollen sozusagen bei den Zahlen hier jeweils die Kommazahlen einfach wegschneiden. Der Befehl dafür ist floor, um nach unten hin zu runden. Das Gegenteil davon wäre ceiling, wenn man sozusagen mal 1 drauf addiert und dann die Kommastellen hinten wegstreicht. Und da die 10 eben eine so geringe Chance hat, überhaupt aufzutauchen, addiere ich nochmal eine 1 dazu und lasse das von 0 bis von 1 bis 11 laufen und runde dann einfach jeweils ab. Und auch auf diese Art und Weise bekommen wir eine Gleichverteilung von unseren Würfelwürfen hin, also wir würfeln auch in diesem Fall dann einfach mit 10 Würfeln. Mit 100 Würfeln mit den Augenzahlen von 1 bis 10. Das schiebe ich mal in eine Testvariable hinein. Und wenn ich mir jetzt das Ganze, das Ergebnis tabelliere, erst einmal ausgeführt, um es in die Testvariable reinzubekommen, tabellieren, bekomme ich meine Augenzahlen hier zurückgegeben. 1 ist bei diesem Würfelwurf relativ selten vertreten. Machen wir das Ganze nochmal, um hier ein etwas gleichmäßigeres Ergebnis zu erzielen. Gut, das könnte also unser Ergebnis mit 100 Würfeln sein für die Augenzahl von 1 bis 10. Wir haben 10 mal die 1, 8 mal die 2, 6 mal die 3 und so weiter. Gut, und wenn ich das Ganze jetzt in einen Chi-Quadrat-Test tue, so rum, erhalte ich als Ergebnis, wir haben 9 Freiheitsgrade, wir haben 10 Stellen hier und einen p-Wert von 0,6, deutlich über 0,05, also eine nicht
nicht signifikantes Ergebnis. Wir haben eine zufällige Verteilung vorliegen. Die haben wir oben auch reingesteckt. Soweit, so gut. Gut, ich teste das jetzt allerdings mal anders, indem ich schaue, auf Bezug auf die einzelnen Augenzahlen, sind die einzelnen Augenzahlen gegenüber allen anderen Augenzahlen signifikant häufiger vertreten. Das heißt, ich muss 10 Tests machen, für jede Augenzahl einen Test, indem ich erstmal die Gegenmenge, die Gegenanzahl bilde. Das wäre die Summe von Test-Table minus meinen aktuellen Wert. Fangen wir doch mal mit der 1 an. I gleich 1. Und demzufolge also Test-Table von I. Wenn ich das besetze, dann bekomme ich hier raus 90, denn 10 mal ist die 1 gewürfelt worden. 100 Würfelwürfe haben wir insgesamt, also ist 90 mal nicht die 1 gewürfelt worden. Und wenn ich das jetzt teste, G-Square Test von dem Vektor von meiner Gegenwahrscheinlichkeit oder meinem Gegenergebnis und meinem gewünschten Ergebnis. Und hier die Wahrscheinlichkeiten entsprechend mitgebe. Die Wahrscheinlichkeiten sind für mein gewünschtes Ergebnis 1 durch die Menge von möglichen Augenzahlen. Also wir haben 10 mögliche Augenzahlen und 1/10 Chance, dass die 1 gewürfelt wird. Und die Wahrscheinlichkeit für nicht die für nicht die 1 ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit für die 1, also 1 minus dieses hier, 90%. Wenn ich das jetzt hier entsprechend teste, bekomme ich einen p-Wert von 1 heraus, da es genau 10 Fälle sind, die wir beobachten, und unser Erwartungswert wäre eben auch genau 10 bei einer Gleichverteilung. Soweit, so gut. Ich habe das jetzt hier nur für einen Fall durchgeführt. Wir machen das Ganze mal etwas dynamischer, indem wir das Ganze in eine Schleife packen. Für alle i's in 1 bis upper, also von 1 bis 10, soll diese Schleife durchlaufen werden. Dort wird jeweils das i neu gesetzt und ich kann hier eben alle Fälle separat abtesten. Und da wir jetzt mehrere Ergebnisse rausbekommen, könnten wir entweder jedes Mal dieses Ergebnis explizit ausdrucken, denn was in der Schleife ausgeführt wird, da wird die Ausgabe gegebenenfalls unterdrückt. Wir sammeln das Ganze aber, indem ich einen Vektor erstelle, den ich out nenne, und an der Stelle im Vektor, an der Stelle von i, also bei 1 an der ersten Stelle, bei 2 an der zweiten Stelle, soll dieses Ergebnis hineingeschrieben werden. Und am Ende können wir uns einfach unseren Vektor ausgeben. Wenn ich das durchführe und hier nochmal das Ganze etwas einschränke, denn wir wollen nur die p-Werte herausbekommen, die der Ergebnisvariable von G-Square-Test als Untervariable abgelegt sind. Na, wo ist mein Fehler? Ich muss den Vektor natürlich neu wieder leeren. So, jetzt bekommen wir das raus, was wir wollten. Also für unsere Tabelle, ich rufe sie hier nochmal auf, die Wahrscheinlichkeiten für jeden einzelnen Fall, dass dieser nicht zufällig ist. Also 10 gegenüber den restlichen 90 bei einer Chance von 90 zu 10%, dass er nicht zufällig ist. Hier bekommen wir eine 1 raus. Die 8 ist schon ein bisschen kleiner.
Hier bekommen wir immer noch eine 0,5 Wahrscheinlichkeit raus, also immer noch weit über 0,05. Bei der 6 wird das Ganze schon ein bisschen enger, 0,18 und so fort. Das war für unseren aktuellen Fall. Wenn wir das Ganze jetzt aber nochmal wiederholen, nämlich den gesamten Bereich hier nochmal neu ausführe, und nochmal so. Jetzt haben wir an dieser Stelle ein nicht signifikantes Ergebnis. Insgesamt sagt der Chi-Quadrat-Test für die gesamte Tabelle nach wie vor, dass wir keine signifikanten Unterschiede beobachten können. Aber genau an dieser Stelle, an der siebten Stelle, sehen wir jetzt eben doch einen signifikanten Unterschied. Oder an der achten Stelle hier bei 18. 18 ist für den Test signifikant höher als das, was zu erwarten wäre. Wir bekommen also ein signifikantes Ergebnis heraus, das uns besagt, dass hier kein zufälliger Prozess stattgefunden haben kann. Der Chi-Quadrat-Test, oder wir arbeiten ja mit einem 0,05-prozentigen Signifikanzniveau, 95% Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zufällig ist, wenn der Test das auch sagt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass in jedem 20. Fall ein signifikantes Ergebnis erscheint, auch wenn es nur sich um eine rein zufällige Verteilung handelt. Wir lassen also eine 5%ige Wahrscheinlichkeit übrig. Wenn wir jetzt 10-mal auf diesen Datensatz testen, ob an irgendeiner Stelle ein signifikanter Unterschied entsteht, so haben wir 10-mal 5% Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis auftritt, also 50% Wahrscheinlichkeit, oder anders ausgedrückt, in jedem zweiten unserer Durchläufe hier müsste im Durchschnitt ein signifikantes Ergebnis auftauchen, auch wenn der eigentliche Prozess hier wirklich ein rein zufälliger ist. Wir testen mehrfach auf den gleichen Datensatz und erhöhen damit die Chance, dass ein zufälliges Ergebnis als signifikant hervortritt. Wir gehen sozusagen in die Grenze dessen, was unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung uns hier, oder an die Grenze dessen, bei dem der Chi-Quadrat-Test noch sinnvoll die Nullhypothese ablehnt. Wenn ich das weiter durchführe, so sehen wir in diesem Fall kein signifikantes Ergebnis. Beim nächsten Fall wieder kein signifikantes Ergebnis. Und jetzt haben wir wieder ein signifikantes Ergebnis hier erzielt an dieser Stelle. Das ist natürlich unschön, denn so können wir uns auf den Test nicht verlassen, wenn wir in jedem einzelnen Fall schauen. Das Gesamtergebnis ist jedoch nach wie vor nicht signifikant, wenn wir alle Fälle auf einmal auswerten. Die Einzelergebnisse sind jedoch, da können Signifikanzen auftreten, eben weil wir 10-mal auf den gleichen Datensatz testen. Wie ist das Ganze zu umgehen? Wir erhöhen ja sozusagen die Wahrscheinlichkeit mal die Anzahl von Tests, die wir durchführen. Das Einfachste wäre also, wenn wir unser Signifikanzniveau so anpassen, dass berücksichtigt wird, dass wir 10-mal auf den gleichen Datensatz testen. Wir teilen, oder wir könnten unsere Signifikanzwerte mit 10 multiplizieren, um entsprechend auf der sicheren Seite zu sein und nur dann ein signifikantes Ergebnis auszuspucken, wenn auch tatsächlich eins vorliegt. Das liegt hinter der einfachsten Variante der Wahrscheinlichkeitsanpassung für multiple Tests, der Bonferroni-Methode. Ich könnte das jetzt von Hand ausführen, indem ich einfach mal 10 nehme. Dann bekomme ich aber Signifikanzen, die oberhalb von 1 sind, was auch nicht gerechtfertigt ist. Deswegen ist in R ein kleiner Algorithmus implementiert, p-adjust, wo ich meinen Vektor an Signifikanzen hineinstecke und als Korrekturmethode Bonferroni angebe. Das durchgeführt
gibt uns jetzt das Ergebnis, dass sämtliche Teststatistiken nicht signifikant sind. Und wenn wir das nochmal öfter durchführen mit unseren Zufallsvariablen und das Ergebnis vergleichen, hier haben wir auch wieder ein signifikantes Ergebnis beim nächsten Durchlauf. Auch das wird mit der Bonferroni-Methode über die Signifikanzschwelle gehoben. Und im Weiteren können wir verfolgen, dass das auch bei weiteren Ergebnissen passiert, auch hier signifikant nach der Bonferroni-Korrektur, allerdings nicht mehr signifikant. PayAdjust beherrscht noch andere Korrekturmethoden, auf die wir jetzt hier nicht unbedingt eingehen, aber das könntet ihr mal nachschlagen, was da noch möglich ist. Das Problem mit Bonferroni ist, dass es ist zwar relativ einfach durchzuführen und relativ verständlich, aber sie ist sehr, sehr konservativ, teilweise eben zu konservativ, und andere Methoden haben etwas intelligentere Arten und Weisen, mit diesem Problem umzugehen. Gut, hier einmal das Beispiel eben mit den Würfelwürfen. Kommen wir mal zu etwas archäologischerem, realweltlicherem und schauen uns an, wie wir zum Beispiel schauen können, ob bestimmte Siedlungsgrößen von der Bodengüte abhängen oder der Bodenfeuchte in meinem Datensatz. Dazu simulieren wir uns auch wieder Siedlungen und testen sie im Folgenden ab. Wir wollen hier 200 Siedlungen künstlich generieren. Wir haben Bodenfeuchten von Humid, Mittel und Arid, also Feucht, Trocken, Durchschnitt. Relativ simpel. Und wir schauen uns das Ganze mal für die Regionen von Schleswig-Holstein an. Um das jetzt hier nicht länglich hinzutippen, kopiere ich mir das mal hier rein. Hier haben wir unsere Regionen Schleswig-Holsteins aufgeführt. Wir wollen Siedlungsgrößen vergleichen und wir wollen das mit dem T-Test machen. Das heißt, wir brauchen einen normal verteilten Zufallsdatensatz, mehr oder weniger normal verteilt. Ich trickse hier auch ein bisschen Siedlungsgröße, also normal verteilt von, zufällig normal verteilt von N, also 200 Ergebnisse wollen wir haben. Wir nehmen mal einen Wert von 200 zufälligen oder willkürlichen Einheiten an mit einer Standardabweichung von 100. Wenn ich das hier durchführe, sehen wir, dass auch negative Ergebnisse hierbei durchaus möglich sind. Um das auszuschließen, bilden wir hieraus den absoluten Wert. Damit ist das Ganze zwar nicht mehr richtig normal verteilt, aber für unsere Zwecke sollte es ausreichen. Wenn ich das in die Variable überführe und dann erst einmal visuell anschaue, wie die Verteilung aussieht gegenüber einer Normalverteilung, so sehen wir, dass das schon relativ gut passt. Wir haben hier einen Ausreißer da hinten. Nochmal die Normalverteilungsgrade dazu eingezeichnet. Wenn uns das noch nicht gut genug passt, wir machen hier ein Zufallsexperiment, können wir das auch durchaus wiederholen und sehen, dass zufällig hier verschiedene Datensätze erzeugt werden. Das hier sieht schon ziemlich gut aus nach Normalverteilung. Nehmen wir also das und testen es nochmal mit dem Shapiro-Test. Und sehen, dass der Shapiro-Test keinen signifikanten Unterschied von der Normalverteilung findet. Damit haben wir also schon mal einen relativ guten zufälligen Datensatz hier erzeugt. Wir könnten jetzt noch eine zweite Variable hinzufügen, wie zum Beispiel Anzahl von Flintkernen.
Die werden wir in dieser Episode dann nicht verwenden, aber da wir gerade dabei sind, tippen wir das auch noch ein und die wird in der nächsten Episode eine Rolle spielen. Wiederum normal verteilt in der Menge n und sagen wir mal 40 als Mittelwert und 20 als Standardabweichung für diese Normalverteilung. Das Ganze wieder absolut gemacht, damit wir keine negativen Zahlen haben. Und den Shapiro-Test nochmal darauf losgelassen. Auch hier erhalten wir keine signifikante Abweichung von der Normalverteilung. Wir können diesen Datensatz also verwenden. Okay, dann setzen wir mal unseren Siedlungsdatensatz zusammen. Es soll ein Datenrahmen sein. In dem wollen wir die Variable Wetness haben. Und die soll, Wetness, die soll ein Sample sein, ein zufälliges Herausziehen von unserer Variable Bodenfeuchte. Wir brauchen wiederum 200 mal die Bodenfeuchte und wenn eine Bodenfeuchte gezogen worden ist, dann soll sie durchaus wieder hineinkommen können. Replace gleich true, wenn ich das hier durchführe, sollte ich natürlich erst meine Variablen anlegen und überführen. So. Dann bekomme ich 200 bodenfeuchte Angaben zurück. Gleich verteilt. Das gleiche machen wir mit den Regionen. Wiederum samplen wir aus dem Regionendatensatz n-mal und replace gleich true. Dann wollen wir noch die Größen hinzugeben. Das sind unsere Siedlungsgrößen, die wir gerade zufällig erzeugt haben und die Kerne packen wir auch noch mit in den Datensatz hinein. Schuss und wir bekommen jetzt hier einen Datensatz zurück, bei dem wir 200 zufällig erzeugte Siedlungen haben auf einem bestimmten Bodenfeuchte in einer bestimmten Region mit einer bestimmten Größe und einer bestimmten Anzahl von Flint-Objekten. Wir wissen, dass grundsätzlich die Siedlungsgröße grundsätzlich die Siedlungsgröße normal verteilt ist. Das hatten wir vorher getestet. Wir können uns jetzt das Ganze auch nochmal grafisch anschauen. Plot Density Siedlungen Size und bekommen hier das Ergebnis, das im Großen und Ganzen einer Normalverteilung durchaus entspricht. Und wenn wir jetzt wir wollen jetzt den Test durchführen auf die verschiedenen Bodenfeuchten, um zu schauen, ob sich die Siedlungsgröße anhand der Bodenfeuchte unterscheidet. Das ist der Bereich, den wir hier mit dem T-Test nochmal vollziehen wollen. Ich kopiere hier mal einen Plot-Befehl hinein, wo wir wieder die Dichte von unseren Siedlungsgrößen uns anzeigen lassen, allerdings nur von denen, die in diesem Fall zum Beispiel arid sind. Und ich benutze wieder eine Einfärbung mit Rainbow, drei Farben für drei Klassen. Und bei arid soll es Farbe 1 sein, bei humid Farbe 2 und bei medium Farbe 3. Das Ganze durchgeführt. Und wir sehen jetzt hier unsere drei Verteilungen, die eben Ausschnitte aus dem gesamten Siedlungsgrößebereich sind und die aufgrund der einzelnen Bodenfeuchten separiert worden sind, wiederum rein zufällig. Also die passen natürlich von Haus aus relativ gut übereinander, weil wir sie aus dem gleichen Datensatz gezogen haben. Gut, aber wir wollen hier einen kleinen Unterschied einbauen, damit wir auch tatsächlich einen Unterschied beobachten können in unserem T-Test. Wir nehmen mal die Siedlungen
Ordnungen. Und hier die, also den Siedlungsdatensatz per se. Und wir wollen aus diesem diejenigen Siedlungen verändern, bei denen die Feuchtigkeit humid ist. Das ausgeführt gleich. Das ausgeführt bekomme ich jetzt nur die humiden Siedlungen zurück. Und bei denen möchte ich gerne die Variable Größe verändern, indem ich ihre ursprüngliche Ausprägung nehme und sagen wir mal 40 hinzu addiere. Das ausgeführt, damit haben wir jetzt unsere humiden Siedlungen in der Größe etwas verändert. Und wenn ich jetzt den Plot hier nochmal durchführe, dann sind, das machen wir mal langsam, die Ariden nach wie vor so. Hier haben wir die humiden und bei denen ist jetzt die Größe ein bisschen rübergerückt und Medium hier. Und da wir es mit einem Zufallsdatensatz zu tun haben und ich momentan mit dem Ergebnis hier nicht zufrieden bin, produziere ich diesen gesamten Bereich nochmal. So, das sieht interessanter aus. Grün war humid, rückt hier etwas ab von dem durchschnittlichen Mittelwert der anderen und die mittleren liegen wieder im durchschnittlichen Bereich. Okay, warum das Ganze? Jetzt können wir unseren T-Test durchführen, um zu schauen, ob sich die Siedlungsgrößen anhand der Bodenfeuchte unterscheiden lassen. Also T-Test von Größe in Bezug auf Bodenfeuchte. Die Daten sollen aus Siedlungen, aus unserer Variable Siedlungen kommen. Das durchgeführt ergibt mir einen Fehler. Denn der T-Test ist nur dazu geeignet, von Haus aus zwei Variablen Ausprägungen bzw. zwei Datensätze direkt miteinander zu vergleichen. Wir haben aber hier jetzt drei Datensätze vorliegen, nämlich diejenigen für die mittelfeuchten Siedlungen, diejenigen für die feuchten Siedlungen und diejenigen für die trockenen Siedlungen. Wie können wir jetzt also diese drei Klassen miteinander vergleichen? Nun, das Einfachste ist natürlich, wenn wir die drei Werte gegeneinander testen, zum Beispiel mit dem T-Test, also Medium gegen Humid, Medium gegen Arid und Arid gegen Humid. Wir führen also drei Tests auf unseren Datensatz durch und vergleichen jede mit jeder Datenausprägung, um zu schauen, ob es dort einen signifikanten Unterschied gibt. Und damit sind wir wieder bei unserem Problem, dass wir multiple testen, dass wir den gleichen Datensatz mit drei statistischen Tests befeuern und dementsprechend uns vor Augen halten müssen, dass hier auch signifikante Unterschiede zufällig entstehen können. Wir nehmen also, um das erstmal durchzuführen, nehmen wir unseren Datensatz und wollen das jetzt erstmal durchführen für alle Siedlungen, bei denen die Feuchtigkeit nicht gleich humid ist. Das heißt, Arid gegen Medium wird jetzt hier getestet. Achso, und ich muss natürlich hier noch das Komma setzen. So, jetzt testen wir alle Datensätze, wenn ich das hier ausführe, erst einmal diesen Bereich, sehen wir, dass nur die Datensätze ausgewählt sind, bei denen nicht humid in der Feuchtigkeit steht, also Medium und Arid. Die beiden werden gegeneinander verglichen und wir sehen keinen signifikanten Unterschied zwischen
diesen Werten. Wenn ich das gleiche jetzt mit allen Datensätzen durchführe, die nicht Medium sind, dann sehen wir einen signifikanten Unterschied zwischen den Datensätzen hier mit 0,005, also zwischen humiden und ariden Siedlungsgrößen gibt es einen signifikanten Unterschied. Und das gleiche jetzt nochmal mit arid durchgeführt. Wiederum ist ein signifikanter Unterschied sichtbar. Ups. Das hier ist etwas länglich, dass wir diese drei Tests immer auf die Art und Weise durchführen müssen und immer eine Kategorie ausschließen müssen. Das ist für diese drei Fälle ja noch ganz handelbar. Sobald wir mehr Fälle haben, mehr Datenausprägungen, die wir gruppieren wollen, wird das Ganze sehr unbequem. Deswegen gibt es eine Abkürzung dafür. Das ist der Pairwise T-Test, bei dem eben paarweise die Daten miteinander verglichen werden. Hier muss ich allerdings meinen Datensatz etwas anders hineinstecken, indem ich nicht die Formelschreibweise verwende, sondern erst einmal die zu testende Variable eingebe, dann die Gruppierungsvariable, was bei uns die Feuchtigkeit ist, und der Pairwise T-Test führt von Haus aus eine Korrektur durch. Um das jetzt abzuschalten für unsere Darstellung, muss ich das explizit ausstellen, indem ich sage, PAdjustMethod ist none. Dies durchgeführt ergibt uns einen paarweisen T-Test mit gepoolten Standardabweichungen, und wir bekommen hier auch zweimal einen signifikanten Unterschied zwischen arid und humid, zwischen humid und medium, und bei beiden, diese beiden sind signifikant, während zwischen arid und medium die Daten, die wir also nicht mit 40 verändert haben, keinen signifikanten Unterschied herauskommt, so wie wir es im Grunde genommen erwarten würden. Aber hier kann ich eben auch die Bonferroni Methode benutzen, um die P-Werte zu korrigieren. Und wenn wir dies ausführen, so verschwindet der signifikante Unterschied zwischen humid und medium, und wir haben nur noch einen signifikanten Unterschied zwischen humid und arid. Und wenn ich mir diesen Plot hier nochmal ausführe und das vielleicht stückchenweise mache, damit man besser verfolgen kann, wo wir sind, also arid hat diese Verteilung, und wir hatten zwischen, fangen wir mal andersrum an. Wir hatten zwischen humid und medium zwar einen Unterschied festgestellt, der wird allerdings nach der Bonferroni-Korrektur als nicht mehr signifikant angesehen. Wenn ich arid dazu plotte, wird deutlich, dass dieser ariden einen deutlich größeren Unterschied zu den humiden aufweisen. Deswegen wird der nach wie vor als signifikant festgestellt, während der andere Unterschied zwischen humid und medium als nicht mehr so deutlich zum Tragen kommt. Gut, also erstens, auf diese Art und Weise kann man relativ einfach Daten simulieren, um mit ihnen herumzuspielen, um die Funktionsweise von bestimmten Befehlen auszuprobieren mit einem fest definierten Datensatz, bei dem ich weiß, dass hier zum Beispiel die Dinge normal verteilt vorliegen sollen, weil ich sie normal verteilt zufällig erzeugt habe. Ich kann hier einen Unterschied in der Normalverteilung zwischen den Datensätzen selbst hineinpacken, indem ich den Mittelwert eben um 40 in diesem Fall verschiebe, und kann damit bestimmte Prozesse simulieren. Punkt 2, wir hatten hier oben bereits gesehen, bei dem Würfelbeispiel, dass es ein Problem gibt, wenn ich den gleichen Datensatz mehrfach teste und dass ich dementsprechend meine Signifikanzen auch anpassen muss. Das gleiche gilt auch für einen realweltlichen Fall, wie wir es hier unten zwar simuliert, aber etwas, was in der archäologischen Realität etwas dichter ist, dass auch das dort eine Rolle spielt und dass auch das dort vorkommen kann. Dementsprechend sollte man
entweder vermeiden, einen Datensatz mehrfach zu testen, oder wenn es nötig ist, entsprechend die P-Werte anpassen an dieses mehrfache Testen. Das einfachste dabei ist die Bonferroni-Methode, die sich relativ leicht verstehen lässt. Es gibt aber Methoden, die etwas weniger konservativ sind und die einem eher noch einen signifikanten Unterschied erkennen lassen, wenn einer da ist. Wir haben ja hier gesehen, dass zwischen Medium und Humid kein signifikanter Unterschied mehr nach der Korrektur vorhanden war. Das liegt eben daran, dass Bonferroni in dem Fall sehr, sehr konservativ ist. Das kann auch an unserem speziellen Datensatz hier liegen. Aber da gibt es gegebenenfalls noch bessere Methoden, aber das überlasse ich euch selbst, um diese Methoden kennenzulernen. Das nächste Mal werden wir uns mit einer Alternative zu diesem Pairwise T-Test mit einer Korrektur beschäftigen, nämlich mit der ANOVA, die dafür geeignet ist, auch Datengruppen miteinander zu vergleichen, bei denen es mehr als zwei Ausprägungen gibt, wo wir also mehr als zwei Datenvektoren gleichzeitig miteinander vergleichen können. Also nächstes Mal weiter mit ANOVA.